Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel Paulus gibt heute am Ende unserer Lesung eine sehr klare Anweisung. Man muss die Hände im Gebet in Reinheit erheben. Und er fügt hinzu, was das bedeutet: frei von Zorn und Streit. Das, was so banal klingt, was wir denken, ja, das gehört irgendwie zum Christentum dazu, ist ein ganz elementares Verständnis von Beten. Wir sollten unser eigenes Gebet einmal befragen, ob es denn genau so ist. Denn schon die alte Gebetshaltung zeigt genau das. Die Hände, die ich Gott hinhalte, sind rein. Und so wird die Körperhaltung zum großen Fragezeichen für das, wie es bei uns innen aussieht, zum Fragezeichen, zur Prüfung für unser Herz. Erhebe ich die Hände wirklich so, wie es Gott recht ist und wie der Apostel und wie die gesamten Väter überzeugt sind, dass nur so das Gebet zu Gott bringen kann, wenn es eben in dieser Reinheit gesprochen wird und nicht in Zorn und Streit. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht für das Verständnis, wie die Väter das ausführen, von Johannes Cassian. So gebietet der Herr auch im Evangelium, die Gabe vor dem Altar liegen zu lassen und sich mit dem Bruder zu versöhnen. Denn es ist nicht möglich, dass sie sein Gefallen findet, solange Zorn und alter Groll in uns bestehen. Und auch wenn der Apostel sagt, man solle ohne Unterlass beten und an jedem Orte heilige Hände erheben, ohne Zorn und Streit, lehrt er uns dies. Es bleibt also die Möglichkeit, entweder niemals zu beten und dadurch der Weisung des Apostels gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein oder eifrig darauf bedacht, die Anordnung einzuhalten, es ohne Zorn und allen Groll zu tun. Oft achten wir es gering, wenn die Brüder unwillig oder empört sind und sagen, sie seien ja nicht durch unsere Schuld unwillig. Darum gebietet der Arzt der Seelen, will er doch die Ausflüchte der Seele von der Wurzel her aus dem Herzen reißen, nicht nur dann die Gabe liegen zu lassen und uns zu versöhnen, wenn wir gerade einmal selbst dem Bruder gegenüber unwillig sind, sondern auch wenn er gerechter oder ungerechterweise uns gegenüber unwillig ist, ihn durch die Entschuldigung zu heilen und dann die Gabe darzubringen. Ein Gespür dafür zu entwickeln, liebe Schwestern und Brüder, wie wichtig die Reinheit des Herzens, die Reinheit der Hände ist, damit wir sie in rechter Weise zu Gott erheben und unsere Worte, die oft so schnell von den Lippen kommen, bei Gott Gehör finden.